Aber ich freue mich ganz arg, dass hier Menschen, die mich jetzt seit Sonntag jeden Tag 9 Stunden an der Backe haben, noch die Energie finden, nach den arbeitsintensiven Tagen ein wenig heute Abend mit dabei zu sein und dem metabolischen Syndrom wirklich auch zu lauschen. Ja, warum dieses Seminar? Zweierlei Gründe, dreierlei Gründe. Dieses Thema ist dermaßen wichtig, nicht nur für eine Prüfung, sondern eigentlich auch für die Praxis. Und ich finde, es bekommt viel, viel, viel zu wenig Beachtung. Klar wissen wir alle, Übergewicht ist irgendwie nicht gut und Blutdruck, Hochdruck ist nicht gut. Und ja, wenn du jetzt hohe Blutfette hast, ist nicht gut. Ja, das wissen wir. Aber mir fällt das auch immer wieder auf, wenn ich welche Diskussionen von Heilpraktikern erlebe und sowas, dass das so in der Therapie zum Beispiel, ja, hoffe ich, vielleicht gar nicht so einen riesen Stellenwert hat. Na, da wird viel drüber geredet, welches Mittel gibst du und so weiter und so fort, was ja auch gut ist. Ja, das ist ja auch unser Beruf. Aber mir geht es heute Abend darum, mal ein bisschen zu sensibilisieren, wie groß dieses Problem wirklich ist und wie sehr es wirklich eben auch seine Folgen hat, in wie vielen Erkrankungen eben dieses metabolische Syndrom seine Finger drin hat. Und wie wichtig es ist, wirklich Patienten auch dafür zu sensibilisieren, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und manchmal vielleicht doch ein bisschen mit der Peitsche, aber dass eben die Ernährung und die Bewegung so ein grundsätzlicher Pfeiler dafür ist, wieder gesund zu werden oder seine Erkrankungen wirklich eben auch zu verbessern. Und dabei werden wir natürlich auf prüfungsrelevante Sachen eingehen, aber ich möchte hier eben auch an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen tiefer gehen, mal so ein bisschen vielleicht auch erklären, wie Dinge zusammenhängen, was man mit, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen mitgenommen, was man in der Prüfung vielleicht gar nicht so sehr machen muss, aber damit uns das selber vielleicht auch mal klar wird, wie verquickt diese ganzen Themen überhaupt sind. Wir werden natürlich auch mal in den Diabetes mellitus reingehen, aber da möchte ich gar nicht mal so sehr den Schwerpunkt darauf setzen. Mir geht es darum, wirklich eben, dass wir sensibel dafür werden, wie wichtig bei so vielen Erkrankungen, ich rede nicht nur von einer Fettleber oder am Diabetes, es ist die Ernährung auf ein gesundes Maß einzustellen. Ich rede nicht von irgendwie dogmatischer Ernährung und wie wichtig es ist, das Auto mal stehen zu lassen und den nicht mit dem Aufzug zu fahren, sondern einfach zu gehen. Und dem werden wir uns jetzt die folgende Stunde ganz einfach ein bisschen widmen. Ne, damit wir vielleicht selber uns da auch ein bisschen wieder dafür sensibilisieren. Ja, das metabolische Syndrom, das wird ja auch gerne, ja, das tödliche Quartett genannt. Und im Grunde ist das kein Titel der Bildzeitung, keine Übertreibung. Es ist im Grunde so. Das metabolische Syndrom setzt sich, ein Syndrom ist ja immer ein Symptomenkomplex aus verschiedenen Faktoren eben zusammen. Und es gibt da ganz unterschiedliche Definitionen. Wenn man sich mal so große, wichtige Organisationen anschaut, wie die das definieren, kommt man im Endeffekt nachher auf 4 unterschiedliche Definitionen, die sich teilweise überschneiden, die teilweise etwas unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Deshalb werdet ihr, wenn ihr da ein Buch drüber kauft oder irgendwie mal einen gescheiten Artikel, ne, also jetzt nicht gerade Apothekenzeitschrift oder so etwas lest, da eben auch ein bisschen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund eben finden. Und auch mal unterschiedliche Werte finden, ne? Weil es gibt keine einheitlichen. Aber was sehen wir hier auf dem Bild? Wir sehen hier einen adipösen Menschen und nicht nur das, wir sehen hier einen richtigen Hängebauch. Das heißt also wirklich eine viszerale, bauchbetonte Adipositas. Mir ist ein Erlebnis sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar bin ich 1900, jetzt muss ich rechnen, ich bin 21 gewesen, damit ich in den USA auch in die Clubs kann. Das erste Mal 1995 in die USA gereist. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Und da hat mich jemand, hatte ich eigentlich gar keine Lust dazu, nach Disneyland geschleppt, nach Kalifornien. Und
Ich kann mich an Disneyland sehr, sehr gut erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was es da für Attraktionen gab, sondern ich kann mich erinnern, dass mir die Kinnlade offen stand, weil ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viele adipöse Menschen gesehen. Menschen, die einen Rollator gebraucht haben und oben lag der Burger drauf. Und das war nicht so, dass es irgendwie ein Mensch war, sondern das waren so viele, dass sich dieses Erlebnis so in mein Hirn eingebrannt hat, dass ich so dachte, das gibt's doch eigentlich überhaupt nicht. Wir reden nicht von kleinen Speckröllchen. Wir reden nicht von irgendwie, naja, du hast vielleicht auch sexy Formen, sondern wir reden von Adipositas, teilweise in immensen Ausmaßen. Ja, das war 1995 und da war es wirklich sehr, 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 sehr imposant. Und wenn wir uns jetzt aber bei uns umschauen, die USA sind uns vielleicht noch ein bisschen voraus, aber sieht das auch nicht besonders anders aus. Wir Deutschen gehören zu den dicksten Menschen wirklich in Europa. Es ist so, dass bei uns wirklich jeder Fünfte inzwischen adipös ist. Ich rede von einem nicht über leichtes Übergewicht. Und das Erschreckende ist, dass das bei den Kindern immer mehr zunimmt. Und was wir dabei auch sehr, sehr stark sehen, das werden wir gleich auch thematisieren, ist eben, wir sehen mehr die Apfelform als die Birnenform. Und da wollen wir auch klären, warum diese Apfelform, ne, der dicke Bauch, ne, so was man auch vom Cushing beispielsweise kennt, warum das wesentlich gefährlicher ist als die Birnenform. Ja, und eine Trendwende ist leider wirklich nicht zu sehen. Wir haben zwar noch nie so viele Fitnessstudios in Deutschland gehabt und wir haben auch ganz viele durchtrainierte und schlanke Leute und so etwas, aber auf der anderen Seite ist die Adipositas, ne, früher hat man immer gesagt, guck mal, da hinten kommt ein Dicker, das würde heute wahrscheinlich gar keiner mehr sagen, ja, weil das ganz einfach wirklich eben auch so normal geworden ist. Und da trägt sehr, sehr stark eben die Bewegung. Der Bewegungsmangel dazu bei und eben wirklich eine Fehl- und Überernährung. Natürlich spielen hier auch genetische Dispositionen und nicht nur genetische Dispositionen, sondern auch eine Epigenetik eine Rolle. Das heißt, im Lauf unseres Lebens verändern sich durch Einflüsse eben auch unsere Gene. Das hat einen Einfluss. Und es gab auch schon immer Menschen, die Diabetes hatten. Und es gibt auch Menschen, die Diabetes haben und nicht adipös sind. Aber wir können es nicht von der Hand weisen, dass ein großer, großer Teil eben hiervon beeinflusst ist. Und das ist doch aber auch das Positive. Das ist doch der Teil, den man auch wieder in die andere Richtung beeinflussen kann. Das heißt, dass man da nicht nur irgendwie Sklave seiner Gene ist, sondern dass eben ein großer Einfluss bei vielen Menschen darauf genommen werden kann, dass sie auch wieder gesund werden können oder gesünder werden. Wir haben noch nie so eine hohe Lebenserwartung gehabt, ja, aber guckt man sich die Menschen an, sind sie häufig nicht gesünder im Sinne von, ne, ich führe ein schmerzfreies Leben, ein Leben, in dem mein Körper gut funktioniert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Bei immer jüngeren Menschen treten Erkrankungen auf, die man früher als Alterserkrankung wirklich eben auch bezeichnet hat. Und das ist erschreckend. Das heißt, definieren wir das metabolische Syndrom, das tödliche Quartett, und zwar, indem wir sagen, es ist eine viszerale, bauchbetonte Adipositas. In vielen Definitionen wird genau darauf der Fokus gelegt und das werden wir gleich auch erfahren, warum dieses Bauchfett wirklich eben, ach, ist da kein Ton? Ihr könnt mich hören, oder? Ich lese gerade keinen Ton. Ich habe gerade Es irgendwie ist nichts. alles gut, es ist alles Gut, Renate, gut. Gut. ich schreibe ihr jetzt im Chat und sie muss vielleicht mal einfach in die Einstellung gehen. Ich weiß Alles es klar, nicht. alles klar. Ich dachte nur, ja, nachher halte ich hier schon seit 9 Minuten Monolog, ne? Aber naja, vielleicht gibt es ja Gedankenausbreitungen. Ihr habt mich doch irgendwie vernommen. Das heißt, in vielen Definitionen wird einfach dieses Bauchfett in den Vordergrund gestellt. Und das werden wir uns auch angucken, warum Bauchfett, na, die Apfelform gefährlicher ist als die Birnenform. Dann sagen viele immer gleich, Diabetes mellitus gehört zum metabolischen Syndrom. Das ist auch korrekt, aber das metabolische Syndrom definiert sich nicht nur über das Vorliegen eines Diabetes mellitus. Nein, das fängt schon viel früher an, sondern bereits bei einer gestörten Glukosetoleranz. Das bedeutet eben, wenn die Glukoseverwertung gestört ist und dabei müssen noch nicht die Werte, die die WHO für den Diabetes mellitus angelegt
bereinigt hat, nämlich dass man eine Nüchternzuckerglucose von 126 hat erreicht sein. Nein, es ist so, dass bereits ab einem Nüchternblutzucker von 100, wenn man nicht gerade im Heilpraktikerstress ist und seine Prüfung vor sich hat und Cortisol und Adrenalin den Blutzucker hochtreiben, diese Situationen sind natürlich ausgenommen, sondern dass der wirklich auch über 100 liegt. Und dann müssen wir uns auch ein bisschen um die Fettstoffwechselstörung kümmern. Die Definition beinhaltet vor allem die Erhöhung der Triglyceride und oder ein erniedrigtes HDL-Cholesterin. Und dabei fällt euch schon auf, aha, hier ist das LDL ja überhaupt nicht erwähnt, den man eigentlich immer so den bösen Peter zuschustert und ihn als Verantwortlichen eben hinstellt, dass darüber die Gefäßschäden kommen. Warum das so ist, werden wir auch gleich feststellen. Und last but not least, und damit möchte ich aber heute nicht so sehr die Zeit verbringen, ist die arterielle Hypertonie. Da wissen wir, glaube ich, genug, dass arterielle Hypertonie irgendwann Organschäden macht, Risikofaktor für die Arteriosklerose ist, Risikofaktor für Schlaganfall, KHK. Ich glaube, dem müssen wir uns nicht zu sehr widmen, das wisst ihr alle. Mal so ein ganz kleiner Blick auf die Epidemiologie, ein bisschen Statistik. Bei Eva gibt es immer Statistik, die hat ja ein erotisches Verhältnis dazu. Und da sehen wir ganz einfach eben den Anteil links der Übergewichtigen in verschiedenen Altersgruppen. Ne? Orange, wie ihr seht, sind die Frauen und hier in Blau die Männer. Übergewicht ist ja nach BMI definiert normalerweise, dass man sagt ab 25, ab 30 dann eben Adipositas Grad 1. Hier haben sie es ein bisschen verändert für Männer und Frauen. Aber ich glaube, wenn wir diese linke Statistik anschauen, dann wird es uns schon so ein bisschen anders. Das heißt, wenn wir das mal altersstandardisieren, sind im Schnitt ein Drittel der Leute bei uns übergewichtig, was natürlich mit dem Alter steigt. Und das wissen wir alle, die mal irgendwie so über 40 sind. Dein Stoffwechsel wird ganz einfach ein bisschen lahmer. Du musst eine Runde mehr joggen gehen, um das irgendwie zu halten und das Stück Schweizer Schokolade, was ich vorhin gegessen habe von Susanne, eben auch verbrauchen zu können. Und wenn wir auf der rechten Seite einfach mal schauen, dann sehen wir ganz einfach, ja, also umso älter die Leute werden, umso höher wird die Rate der Leute, die ein metabolisches Syndrom hier entwickeln. Wir sehen in der Altersklasse von 56 bis 65, dass hier 39,5% der Frauen und 41% der Männer betroffen sind. Lasst mal einen Moment diese Zahlen auf euch wirken. Wir reden von einem metabolischen Syndrom, was der Risikofaktor für die ganzen tödlichen Erkrankungen unserer Gesellschaft ist. Und da sehen wir schon, dass wir wirklich uns darum kümmern müssen, auch als Heilpraktiker, da auch Aufklärungsarbeit wirklich zu leisten, weil das ist doch etwas, was beeinflusst werden kann. Dem ist man nicht hilflos ausgerichtet. Und das fängt in der Schule, das fängt im Kindesalter an, wenn man tagtäglich hört, Patienten fragt, zum Beispiel, wenn sie mit Kindern kommen, wie, und das heißt, die Ernährung ist gut, und man danach fragt, was heißt denn gesunde Ernährung, was hat denn das Kind zum Frühstück gegessen, und dann die Antwort bekommt, na, das war das Schokomüsli. Und wenn man dann fragt, was hat es zum Mittagessen gegessen, ja, da hat es irgendwie ein Gulasch gegessen mit Kroketten, ja, war Gemüse dabei, und die Antwort kommt, es ist kein Gemüse. Ob das dann die Schuld des 6-jährigen Kindes ist, wollen wir vielleicht auch mal ein bisschen dahingestellt lassen. Und wenn das Kind dann morgens noch zur Schule gefahren wird und wieder abgeholt wird, die Erfahrung machen die Mütter auch immer wieder, dann ist das eben auch der Faktor, die sicherlich eben da mit dazu beitragen. Wir müssen diese Zahlen einfach mal wirklich realisieren. Ne? Diese Überzeugungsarbeit ist oft wirklich richtig, richtig, richtig schwierig. Da hast du völlig, wirklich klar. Das heißt also, je nach Quelle, je nach Statistik, wo man damit anfängt mit metabolischen Syndrom und so weiter, sieht man, dass 20-30% der deutschen Bevölkerung betroffen ist. Und das kostet uns Geld. Allein die Kosten für die Behandlung, Tumorerkrankung, hormonelle Störungen, die darüber entstehen, nicht mit eingerechnet, nicht alle Ausfälle mit eingerechnet, die über Berentungen stattfinden, ja, die über Arbeitsausfälle stattfinden. Da sind wir bei 70 Milliarden jährlich. Stellt euch mal vor, wir hätten einen größeren Teil von diesem Geld zur Verfügung. Wir hätten keine Schulen mehr, wo die Klos kaputt sind und könnten eben auch mal unsere Kinder gut zur Schule schicken. Also von daher wirklich auch ein volkswirtschaftliches Problem. Jetzt wollen wir aber mal so überlegen, man weiß das so, ja, das Bauchfett ist das Gefährliche, aber ja, man weiß vielleicht nicht so ganz genau, was da eigentlich dahinter steckt. Und allein dieses Thema könnte wirklich
Stunden, Stunden, Stunden fühlen. Es gibt inzwischen so viele Untersuchungen darüber, die wirklich permanent irgendwelche neuen Dinge an diesem Bauchfett entdecken. Das Bauchfett ist ähnlich wie das Gehirn. Das ist noch nicht komplett erforscht, ist auch ziemlich schwierig, aber permanent kommen da im Grunde neue Faktoren dazu, die uns zeigen, wie gefährlich das überhaupt eben ist. Also, warum ist das gefährlich? Das Bauchfett ist ein äußerst stoffwechselaktives Gewebe, im Gegensatz zu Fett, was ich zum Beispiel am Po habe oder so etwas eben habe. Auch insgesamt Adipositas ist gefährlich, wollen wir auch gleich nochmal beachten. Aber dieses Bauchfett ist ganz besonders stoffwechselaktiv und produziert über 200 Botenstoffe. Wir reden hier von Stoffen, die wirklich eben in den Hormonstoffwechsel eingreifen, hormonähnliche Substanzen. Wir reden von Substanzen, die Entzündungsmilieus zum Beispiel eben auch triggern. Und das werden wir gleich nochmal vertiefen. Das heißt, wir können im Grunde sagen, wir sagen immer, unsere größte Drüse ist die Leber mit ihren 1,5 Kilo. Nein, gerade wenn man adipös ist, ist im Grunde dieses Bauchfett unsere größte Drüse, die am meisten wirklich solche Substanzen produziert. Und wir haben hier bei dem Bauchfett zwar eben, dass die Drainage über die Pfortader abläuft. Das bedeutet also, Substanzen, die eben da eben stehen, die sind relativ schnell in der Leber drin und unserem größten Stoffwechselorgan. Und wer schon eine Heilpraktikerpraxis hat und mit Patienten arbeitet, der weiß, dass bei vielen, vielen Menschen bei uns in Deutschland ganz einfach der Leberstoffwechsel nicht optimal wirklich läuft. Da spielen auch andere Faktoren eine Rolle, natürlich auch Alkohol, Noxen und so etwas. Da spielen Faktoren eine Rolle wie eine desolate Darmflora, ne, oder heute Mikrobiota, Mikrobiom genannt, weil ganz einfach eben, wenn die nicht in Ordnung ist, auch ganz viele giftige Stoffe, Toxine, Fuselalkohol, Aldehyde entstehen, die Leber entgiften will. Doch das ist heute nicht unser Thema. Doch viele Substanzen werden einfach in die Pfortader drainiert und das Bauchfett hat einfach eine Sonderstellung von seinen biochemischen Eigenschaften. Und deshalb ist dieser Apfeltyp wirklich gefährdeter als der Birnentyp. Man hat in vielen Untersuchungen sich das angeguckt. Wie sieht das aus? Wie erhöhen sich zum Beispiel kardiovaskuläre Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem BMI? Das war lange Zeit der Fokus, dass man insgesamt einfach nur geguckt hat, ist jemand zu dick oder nicht eben zu dick. Und das hat man am BMI, am Body Mass Index, ebenso festgemacht, der aber ja nicht die Fettverteilung mit einbezieht. Und natürlich, das wissen wir alle, dass ein erhöhter BMI die Erkrankungswahrscheinlichkeit für viele, viele, viele Dinge steigert. Aber man hat sich das in den letzten Jahren eben auch mal unter dem Aspekt vermehrt angeschaut, wie sieht's mit der Fettverteilung aus. Und dabei kamen wirklich erschreckende Dinge zustande. Es hat gezeigt, dass das Fettverteilungsmuster zum Beispiel bei der Entwicklung einer Insulinresistenz, ja, dass die Zellrezeptoren nicht mehr adäquat auf das Insulin reagieren, so wie wir das zum Beispiel dann beim Diabetes Typ 2 bei den meisten Leuten haben, dass dabei das Bauchfett eine wesentlich größere Rolle spielt als die Gesamtkörperfettmasse. Was möchte ich damit ausdrücken? Damit möchte ich ausdrücken, dass der möglicherweise ein Mensch ist, der gar nicht mehr so extrem übergewichtig ist, also wo man jetzt gar nicht sagen würde, naja, der ist adipös, sondern naja, der hat ein bisschen mehr auf die Rippen. Aber wenn der sehr viel Bauchfett hat, dann ist der eben auch wahnsinnig gefährdet, eine Insulinresistenz zu entwickeln. Man kann aber was dagegen machen. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, ich mache jetzt Sport und ich mache zum Beispiel auch wirklich Bauchübungen. Ja, und da gibt es auch Bauchübungen, die sind rückenverträglich. Ne? Also da können auch Menschen, die mit dem Rücken Probleme haben, das wirklich machen. Dann kann ein Mann pro Woche etwa 80 bis 120 Gramm Viszeralfett abbauen. Und das entspricht in etwa 1 Zentimeter. Und jeder Zentimeter, den der gewinnt, ja, jedes Gramm, was da runtergeht, vermindert wirklich messbar die Erkrankungshäufigkeit, zum Beispiel an kardiovaskulären Erkrankungen. Das heißt, wollen wir den Blick erstmal ganz kurz nach rechts werfen, was denn jetzt eigentlich so ein kritischer Bauchumfang ist.
Und da ist man sich nicht immer auf den Zentimeter genau einig, muss man vielleicht auch nicht ganz päpstlich sein, aber man sagt, ein geringes Risiko besteht, wenn Männer einen Bauchumfang unter 94 Zentimeter haben und Frauen unter 80. Also das 90-60-90 muss nicht sein, ja, was ja auch fast keiner hat. Wir sind dann die Leute ja auch fast zu dünn. Wenn das dann anfängt, darüber zu gehen, dann kommt man eigentlich in eine Zone, wo man anfangen sollte, was zu machen. Denn so der kritische Bauchumfang wird meistens so gesehen, dass bei Männern das bei 102 Zentimeter anfängt. Ich meine, das ist über einen Meter Bauchumfang. Und bei Frauen bei 88. Natürlich nicht, wenn sie schwanger sind, ganz klar. So, und jetzt habe ich gesagt, dass dieses Bauchfett so wahnsinnig viele stoffwechselaktive Substanzen bildet. Und ein großes Problem ist, dass hier viele entzündungsfördernde Faktoren eben ausgeschüttet werden. Zum Beispiel Interleukine, also so Zytokine oder andere Zytokine wie der Tumornekrosefaktor, in diesem Fall Tumornekrosefaktor Alpha. Das muss uns jetzt nicht interessieren, was den jetzt von anderen und vom Beta oder so etwas eben unterscheidet. Aber es entsteht durch dieses Bauchfett, werden Substanzen ausgeschüttet und dadurch entsteht ein proinflammatorisches Milieu. Hört sich jetzt wunderbar hochtrabend an, aber das ist im Grunde die Wiese, die den Weg zu Entzündungen ebnet. Und wir reden jetzt nicht Entzündungen vom Bauchfett direkt, sondern die Entzündungsbereitschaft des Körpers wird ganz einfach dadurch eben herabgesetzt. Und deshalb werden wir auch gleich sehen, dass eben das metabolische Syndrom und dieses Bauchfett eben zu einer erhöhten Entzündungsneigung führt und Erkrankungen beispielsweise wie eine rheumatoide Arthritis, die man vielleicht gar nicht damit verbindet, einfach eben wahrscheinlicher eben auch macht. Und das kann man sich ein bisschen vielleicht mal vereinfacht bildlich so vorstellen, als ob du auf einer Wiese grillst, auf der getrocknetes Heu und Stroh liegt. Ja? So im Grunde ist dieses Bauchfett. Ich bereite die Wiese, dass, wenn da noch irgendwas anderes dazukommt, der Funke ganz schnell sich wirklich eben dann auch ausbreiten kann und dadurch eben das Ganze sich potenziert. Ne? Da sind dann Menschen, die haben vielleicht genetisch schon bedingt oder durch andere Faktoren die Neigung zum Beispiel zu entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. Und jetzt haben sie aber das metabolische Syndrom und dieses Bauchfett, ja, dann können solche Dinge ganz einfach anfangen zu lodern. Dann geht das viel, viel eher eben in diesem Zusammenhang dann auch hoch. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst, wie sie die Entzündungsbereitschaft ihres Körpers dadurch dann auch verstärken. Ein weiterer Punkt ist, und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass Bauchfett die Insulinwirkung beeinflusst. Wir müssen überlegen, Insulin ist unser Hormon, was den Blutzuckerspiegel senkt. Ja, aber Insulin bringt eben auch Zucker in die Zellen, und zwar in die Skelettmuskulatur und in die Fettzellen rein. Andere Zellen, wie zum Beispiel das Gehirn oder so, benötigen kein Insulin. Es bringt da aber auch Kalium rein, es bringt da Aminosäuren rein. Und jetzt müssen wir mal auf der anderen Seite eben auch so denken, Insulin soll den Blutzucker senken. Das heißt, das Blut, der Zucker soll aus dem Blut raus, das geht nicht nur in diese Zellen, sondern das geht dann eben auch in die Leber, wo ein Glykogenspeicher aufgebaut wird. Und Insulin sorgt dann eben dafür, dass auch nicht ganz einfach so viel Lipolyse stattfindet. Und dass nicht neuer Zucker gebildet wird. Ja, das heißt also, dass es einen Einfluss auf die Gluconeogenese hat. Ja, es senkt mir meine Gluconeogenese, weil der Blutzucker gesenkt werden soll. Und eine Gluconeogenese ist ja eine Neubildung von Zucker aus Nicht-Kohlenhydraten. Ja, das bedeutet eben, dass dabei Eiweiße auch abgebaut werden, aber Fette abgebaut werden. Und wenn Fette ganz einfach eben abgebaut werden, dann entstehen Fettsäuren. Und diese Fettsäuren wiederum können mir den Fettstoffwechsel durcheinander bringen, können sich zum Beispiel in Organen einlagern, können zum Beispiel dann zu einer Fettleber führen. Die können Arteriosklerose mitbedingen. Das ist nicht nur das Cholesterin, ja, und erhöhen mir ganz einfach das Arteriosklerose-Risiko. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt viel Bauchfett habe? Dann wird die Insulinwirkung negativ beeinflusst und dieses Bauchfett sorgt eben dafür, dass viele freie Fettsäuren entstehen. Und das wiederum hemmt jetzt die Leber,
dass sie nicht genug Insulin aufnehmen kann und dass in der Muskulatur selber die Glucose nicht richtig verwertet werden kann. Ich habe also keine optimale Versorgung der Muskulatur. Ja, das bedeutet eben, meine Muskulatur wird schlapp und ist nicht mehr so leistungsfähig. Die Folge aber davon ist, von so einer verminderten Wirkung des Insulins, dass mein Blutzucker ansteigt. Ja, das heißt, der Blutzucker geht hoch und wenn ich das jetzt noch nicht über Jahre oder sowas habe, dann wird die Bauchspeicheldrüse eben sagen, okay, dann schütten wir eben mehr Insulin aus, wenn ganz einfach der Rezeptor nicht mehr da richtig darauf reagiert. Weil das Problem ist ganz einfach, umso höher mein Insulin ist, ja, dass ganz einfach dieser Fettstoffwechsel durcheinander kommt. Und jetzt wollte ich was anderes sagen, deshalb gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Das Problem ist, wenn die Glucose so hoch ist und nicht in die Zellen reinkommt, dann wird immer mehr Insulin ausgeschüttet, um einfach einen Effekt an diesem Rezeptor hier eben auch zu haben. Und wenn dieser Rezeptor die ganze Zeit bombardiert wird mit dem Insulin und mit Fettsäuren, dann ist es so, dass dieser Rezeptor irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, ne? Und dass die Anzahl der Rezeptoren, an denen das Insulin andockt, dass die wirklich abnimmt. Die Dichte nimmt ab. Und das nennt man eine sogenannte Downregulation. Also muss ich immer mehr Insulin bilden, um überhaupt an diesem Rezeptor eine Wirkung zu haben. Jetzt wissen wir ja aber, dass Insulin zum Beispiel die Gluconeogenese hemmt. Ja? So, und wenn ich jetzt ganz, ganz viel Insulin habe und meine Gluconeogenese nicht richtig abläuft, werden ja auch dann wieder weniger Fette abgebaut. Und zwar die, die wir auf den Hüften haben. Und so klagt dann dieser Mensch darüber, naja, jetzt habe ich weniger gegessen, aber abgenommen habe ich nicht. Oder der sagt, naja, dann werde ich werde immer dicker, ich weiß auch nicht, was irgendwie los ist. Ja, wenn ich einen hohen Insulinspiegel habe, ja, weil ich die ganze Zeit mehr Insulin bilden muss, um diesen Rezeptor ganz einfach zu aktivieren, dann werde ich mobbelig. Ja, dann werde ich ganz einfach eben mobbelig. Aber darüber hinaus hat dieser Hyperinsulinismus, ja, der entsteht durch diese Insulinresistenz, noch eine gewaltige Auswirkung auf den Fettstoffwechsel. Das bedeutet, die Leber fängt dann eben an, wie wahnsinnig Triglyceride zusammenzubauen. Und diese Triglyceride, die lagern sich dann in Organen ein. Das erste Organ, was hier schreit beim Speichern, ist die Leber. Und dann habe ich auf einmal eine nicht alkoholische Fettleber. Und so eine Fettleber, die kann sich dann auch zum Beispiel entzünden. Ja, und eine entzündete Leber kann ihren Job nicht mehr richtig machen. Und wir wissen, was die Leber für Aufgaben hat. Wir wissen, dass die Leber eines unserer wichtigsten Entgiftungsorgane ist, ne? Dass die Leber Ammoniak abbaut, dass die Leber eben auch zuständig ist, ganz, ganz viele Dinge zu synthetisieren. Unsere Bluteiweiße, unsere Albumine, die transportieren, die unseren kolloidosmotischen Druck regulieren, dass sie die Globuline außer den Gamma-Globulin, den Immunglobulin, den Antikörper bildet. Das heißt also, Globuline brauche ich wiederum für eine gesunde Blutgerinnung. Das brauche ich, um eben Dinge von A nach B zu transportieren. Und das funktioniert dann alles nicht mehr. Ja, und die Ursache dafür kann das Bauchfett tatsächlich eben auch sein. Und dann kriegen wir auch ein Problem. Wenn dieser Fettstoffwechsel über diese Insulinresistenz nämlich gestört wird, also die Insulinresistenz ist der Dreh- und Angelpunkt bei dieser ganzen Geschichte, ist es so, dass auf einmal das HDL abnimmt, das High Density Lipoprotein, was eben für den Transport des Cholesterins zuständig ist. Wer diesen Mechanismus nicht mehr ganz so im Kopf hat, verdient eine ganz kurze Auffrischung. Die Leber produziert ja Cholesterin. Fast 90% von unserem Cholesterin produzieren wir selber. Und Cholesterin ist ja erstmal nicht böse, sondern Cholesterin ist etwas, was wir benötigen, damit eine Zellmembran richtig funktioniert und eine Stabilität hat und gewisse Dinge rein- und rauslässt. Also da ist es wirklich essentiell. Und wir brauchen Cholesterin auch für die Galle, wir brauchen Cholesterin für den Aufbau unserer Steroidhormone, ne, also für die Glukokortikoide und die Sexualhormone und fürs Aldosteron, also Mineralokortikoide etc. Das heißt, das Cholesterin hat eine ganz, ganz wichtige Wirkung. Und deshalb soll es ja eigentlich nicht in der Leber bleiben. Und da ein Fett sich nicht selber fortbewegen kann, muss es eben an ein Lipoprotein gekoppelt werden. Und die unterscheiden sich eben in ihrer Dichte.
Also da haben wir das High-Density-Lipoprotein, das HDL, wir haben das LDL, das Low-Density-Lipoprotein, das heißt mit einer niedrigen Dichte, es gibt auch noch VLDL und so weiter. Wollen wir nicht zu sehr ausarten. Bleiben wir mal bei der Stelle. So, jetzt geht das LDL in der Leber hin, schultert sich quasi dieses Cholesterin auf und bringt es übers Blut zu den Zielzellen. Das bedeutet eben, wenn ich zu viel von diesem LDL habe, dann kann das womöglich sein, dass sich das Cholesterin in den Gefäßen ablagert. Ist also ein Risikofaktor, unter anderem auch für die Arteriosklerose. Das HDL hingegen, das macht den reversen Transport. Das heißt, das kann überschüssiges Cholesterin wieder aufnehmen und bringt das wieder zurück zur Leber. Und früher hat man gedacht, es kann nur Überschüssiges aufnehmen und es kann keine arteriosklerotischen Plaques mehr quasi bearbeiten, weiß man inzwischen auch, dass es das auch in gewissem Maße machen kann. Kurz gesagt, das LDL ist eigentlich das, was die Gefäße eher gefährdet, brauchen wir aber, um es wegzubringen. Aber das HDL ist unser Gefäßschutz. Und lange Zeit hat man sich sehr auf das LDL so konzentriert, ob das zu hoch ist. Aber was manchmal ein bisschen aus dem Blick geraten ist, ist dieses HDL. Und wenn ich jetzt eine Hyperinsulinämie habe und dadurch der Fettstoffwechsel durcheinander kommt, dann nimmt mir das HDL ab. Und in den gängigen Definitionen oder in den bekanntesten, wichtigsten Definitionen für das metabolische Syndrom wird gar nicht groß über das LDL geredet. Da ist das LDL gar nicht drin, sondern dieses HDL ist drin. Weil wenn ich zu wenig HDL habe, dann sammelt mir niemand dieses Cholesterin auf, was da irgendwie rumschwimmt und was sich dann eben vielleicht schon abgelagert hat. Und deshalb ist es ein immenser Risikofaktor für die Entwicklung der Arteriosklerose und sollte viel mehr Beachtung bekommen. Man sollte also auch nicht nur drauf gucken, ist das Gesamtcholesterin irgendwie zu hoch oder ist das LDL so wahnsinnig hoch? Nein, man muss eben auch gucken, ist das HDL unten? Und möglicherweise kann das eben auch über das Bauchfett mit entstanden sein. Das ist natürlich auch ernährungsbedingt, klar, ne? Gute Fette und so weiter, aber das Bauchfett spielt dabei eine Rolle. Entschuldigung, ich habe heute irgendwie ein paar, normalerweise spreche ich fließend, aber ich habe jetzt irgendwie 40 Stunden diese Woche schon gesprochen. Da ist man manchmal dann auch ein bisschen, ja, mit dem Mund etwas durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt mir das heute verzeihen. So, und dann haben wir aber auch durch das Bauchfett eine vermehrte Freisetzung von Laktat und Glycerin. Na, das hört sich jetzt ganz toll an. Und wir denken dann erstmal, ja, und? Laktat, Glycerin, und? Was macht das jetzt? Was hat das denn jetzt hier überhaupt für eine Auswirkung? Ja, die Auswirkung, die das ganz einfach hat, ist, dass darüber jetzt aber doch wieder die Gluconeogenese gesteigert wird, die eigentlich wieder, die eigentlich jetzt total durcheinander kommt und dadurch der Blutzuckerspiegel wieder vermehrt ansteigt. Das heißt, allein dadurch, dass am Bauch Fett sitzt, ja, wird der Fettabbau wieder getriggert. Und jetzt wird man aber nicht schlank, sondern der Blutzucker geht hoch, weil ich mit diesen Fetten überhaupt nicht, weil ich die überhaupt nicht alle eben verwerten kann. Zudem gibt es eine Menge Stoffe, die über dieses Bauchfett ausgeschüttet werden, die zu einer Erhöhung des Blutdrucks führen. Man hat das auch verglichen und hat geguckt, also wie sieht das aus? Korrelation Adipositas mit Hypertonie. Und wie sieht das aus mit den Leuten, die besonders viel Bauchfett haben? Also wie da so auch das Verhältnis zwischen Taille und Hüfte. Und hat festgestellt, dass die Korrelation bei den Leuten mit viel Bauchfett viel immenser ist als die Korrelation überhaupt mit der Adipositas. Also von daher, ne, auch hier wieder der negative Einfluss. Und dann werden sehr, sehr viele hormonaktive Substanzen gebildet. Das alles zu erzählen, sprengt völlig den Rahmen. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist wirklich, dass die ganz wichtige Achse, die wir haben, Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrinde, gestört wird. Und wir wissen, in der Nebennierenrinde wird dann zum Beispiel wieder das Cortisol produziert. Und Cortisol ist ein Gegenspieler vom Insulin, steigert mir also auch wieder die Gluconeogenese. Und wir wissen, Leute, wie das aussieht, wenn Leute dann einen Hypercortisolismus entwickeln. Die kriegen einen schönen Cushing mit einer Stammfettsucht, ne?
wiederum mit der Apfelform, wieder mit einer Insulinresistenz, beziehungsweise dass eine diabetogene Stoffwechsellage eben entsteht und einer Störung des Fettstoffwechsels. Und da fängt das letztendlich an, die Katze sich in den Schwanz zu beißen. Das ist ein ganz komplexes Gebilde, dass hier zum Beispiel Bauchfett hier auch wieder aufs Cortisol zum Beispiel einen Einfluss hat und das Cortisol dann wieder dafür sorgt, dass man Bauchfett bekommt. Es ist ein wirklich eben ein Teufelskreis, der sich dadurch eben auch entwickelt. Ja, jetzt wissen wir, glaube ich, Bauchfett ist doof. Bauchfett ist wirklich gefährlich. Trotzdem wollen wir auch mal kurz allgemein Adipositas, ne, jetzt nicht bauchbetont, eben ansprechen. Es ist eben so, warum bekommen adipöse Leute zum Beispiel sehr häufig eine Herzinsuffizienz? Adipöse Leute haben mehr Fettgewebe. Sie haben aber häufig tatsächlich auch mehr Muskelgewebe und somit haben sie einen erhöhten Sauerstoffbedarf, ja, und Sauerstoffverbrauch. Und das führt eben dann auch dazu, dass mehr Blutvolumen benötigt wird. So, das Herz, ja, ist jetzt aber vielleicht nicht für die 100-Kilo-Frau gemacht worden, sondern für die 60-Kilo-Frau. Das bedeutet also, ihr Herz muss jetzt auf einmal mit mehr Volumen eben klarkommen, weil sie braucht mehr Volumen, um ganz einfach ihren Körper eben zu versorgen. Also muss auch, dieses Herz wird mehr belastet und die Pumpleistung muss einfach mehr nehmen. Und so sieht man eben bei Adipösen viel häufiger, auch ohne, dass sie eine Hypertonie haben. Die Hypertonie kommt dann noch erschwerend hinzu. Aber dass es zu einer Größenzunahme vom linken Ventrikel kommen kann. Und dass die Wände im Herzen extremst gestresst werden können. Und deshalb ergibt sich einfach die Gefahr, dass das Herz hypertrophiert. Und dadurch entwickelt sich aber auch wieder viel leichter eine Hypertonie. Das heißt, die Hypertonie muss nicht irgendwie dann der Grund dafür sein, eben auch, dass die Herzinsuffizienz entsteht, sondern über ganz einfach die Adipositas-bedingte Herzbelastung kann auch wieder eine Hypertonie entstehen. Merkt ihr, wie die ganzen Dinge anfangen, sich in den Schwanz zu beißen? Ne? Wie das eine wiederum das andere dann eben auch bedingen und wieder begünstigen auch kann. Und die Gefahr einer Hypertonie bei Adipositas, ich rede Adipositas Body Mass Index über 30, umso höher das wird, umso weiter steigt das, selbstverständlich, ist eben verdoppelt. Aber auch ohne die Hypertonie kann ein adipöser Mensch über diesen Mechanismus eine Herzinsuffizienz entwickeln, nämlich eine Kardiomyopathie. Ne? Das nennt man eine Kardiomyopathie of Obesity. Ne? Ich gehe nachher gerne nochmal auf das Cholesterin ein. Ne? Ich merke nur gerade, ich bin bei Folge 10 von 28. Deshalb gehe ich gerade mal voran und gehe da gerne nachher auf Fragen ein. Und man hat jetzt inzwischen die sehr, sehr starke Vermutung, ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, aber es weist alles darauf hin, dass dabei das Leptin eine große Rolle spielt. Leptin war auch schon in schriftlichen Prüfungsfragen. Leptos heißt der dünn. Das heißt also, das ist ein Hormon, was unseren Appetit normalerweise steuert. Ja? Und das kommt aus den Adipozyten, also aus dem Fettgewebe raus. Und da hat man festgestellt, dass dieses Leptin, ja, die Sympathikusaktivität erhöht. Das bedeutet, da werden auch vermehrt Katecholamine ausgeschüttet. Also um es ganz einfach zu sagen, hast du viel Fett, hast du mehr Sympathikusaktivität, hast du mehr Katecholamine. Man hat aber auch festgestellt, dass Menschen, die dicker sind, eine verminderte Stressresistenz haben, dass die stärker auf Stressreize reagieren, ja, mit einer Katecholaminausschüttung. Hier ist der Zusammenhang wahrscheinlich. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, weil das sind auch neuere Erkenntnisse, man hat also festgestellt, dass die Fettzellen Angiotensin 2 produzieren. Wir sind jetzt weit übers Prüfungsrelevante hinaus, keine Angst, das muss kein Mensch in der Prüfung erzählen. Das sind neuere Erkenntnisse, die es da gibt. Aber wenn wir mal überlegen, woher kennen wir Angiotensin 2? Ihr kennt alle diesen Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus, der über die Niere gesteuert wird. Die Niere hat ja immer ein gutes Interesse daran, dass sie eben ja auch einen ausreichenden Druck hat, um den Harn abzufiltrieren. Ja? Und deshalb schüttet sie ja immer Renin aus, damit sie genug Druck hat und erhöht eben das Renin, wenn sie zu wenig Druck hat. Und dieses Renin trifft ja im Blut auf das Angiotensinogen, was in der Leber gebildet wird. Und das wird dann zu Angiotensin 1 umgewandelt. Und dann kommt ja das ACR aus der Lunge dazu und macht dazu Angiotensin 2. So, und dieses Angiotensin 2,
Das hat jetzt verschiedene Wirkungen und soll den Blutdruck erhöhen. Und das ist zum einen, das heißt ja Angiotensin, Tens, Spannung, dass es zu einer Vasokonstriktion kommt, dass die Gefäße sich also verengen und darüber der Blutdruck erhöht wird. Zum anderen, steht in vielen Heilpraktikerbüchern nicht drin, aber ist so, aktiviert es wieder den Sympathikus, ja. Und dritter Punkt, der ganz wichtig ist, es geht dann an die Zona glomerulosa in der Nebennierenrinne, die äußere Zone, wo die Mineralokortikoide gebildet werden und führt zu einer Ausschüttung von Aldosteron. Und Aldosteron ist ja jetzt das Hormon, was vor allem am distalen Tubulusapparat der Niere wirkt und dort Natrium zurückholt. Ne? Natrium ist ein Salz, bindet Wasser, also können wir Wasser zurückholen. Und das ist dann Blutdruck erhöht und zum anderen für die Ausscheidung von Kalium mit zuständig ist. Also Kalium wird ausgeschieden und Kalium ist ja auch blutdrucksenkend. Es geht also darum, dass dieser RA-Mechanismus ganz einfach den Blutdruck steigert. Und jetzt erfahren wir auf einmal Adipozyten, also Fettzellen, produzieren Angiotensin 2. Okay. Mhm. Und da merken wir, okay, Adipositas fördert die Entwicklung von einer Hypertonie. Da geht es nicht um die Blutfette und Arteriosklerose, sondern wirklich direkt eben durch die Adipositas kann so etwas entstehen. Ganz den Exkurs Glucose können wir uns sparen, das können wir uns auch sparen, das hatte ich nämlich noch. Das heißt also, wir haben wirklich ein Problem über das Bauchfett, wir haben ein Problem generell über Adipositas, wir haben ein Problem über die dadurch entstehende Hyperinsulinämie, über Rezeptoren, die nicht mehr richtig auf eben Insulin reagieren und wir immer mehr Insulin produzieren müssen, um da eine Wirkung dran zu bekommen. Und diese Hyperinsulinämie erschöpft mir nicht nur mit der Zeit irgendwie meine Bauchspeicheldrüse, sondern sie bringt mir den Fettstoffwechsel durcheinander. In der Leber werden immer mehr Triglyceride aufgebaut, ja, und die werden nicht mehr richtig abtransportiert, die werden dort eingelagert in der Leber. Das führt zu einer Fettleber und die Fettleber kann unter Umständen irgendwann sich eben auch entzünden. Und es ist aber auch so, dass eben, das darf man auch dem Patienten nicht immer unterstellen, dass er für seine Fettleber in Anführungszeichen verantwortlich ist. Ja, nicht nur übergewichtige Menschen können oder Leute mit Hyperinsulinämie können eine Fettleber entwickeln. Das kann auch genetisch disponiert sein. Das wollte ich an dieser Stelle einfach mal auch noch mal kurz erwähnen, weil dem Patienten natürlich sonst auch schnell etwas unterstellt wird. Werfen wir doch noch mal aber einen kleinen Blick in diesen Fettstoffwechsel rein. Die Definition des metabolischen Syndroms im Zusammenhang mit den Blutfetten sieht wie folgt aus, dass man sagt, dass die Triglyceride nicht über 150 gehen sollten. Früher hat man da immer einen Grenzwert gehabt von 200 und natürlich kann man jetzt so drüber diskutieren, ist da vielleicht auch das Interesse da, irgendwie Lipidsenker oder so etwas eben auch zu verkaufen. Aber trotzdem ist es so, dass man festgestellt hat, man hat in den letzten Jahren die Werte gesenkt, dass eben auch schon ab 150, man kann auch sagen Milligramm pro Deziliter, es eben hier das Risiko der Entwicklung des metabolischen Syndroms eben immens steigert. Deshalb da sollte die Notbremse eben gezogen werden. Deshalb sind die Werte runtergesetzt worden. Wichtige Beachtung ist aber, wie gesagt, dieses HDL, ne, dass das nicht zu niedrig ist. Und das sollte bei Frauen nicht unter 50 sein und bei Männern nicht unter 40. Sieht man bei vielen Labors gar nicht differenziert zwischen Männern und Frauen. Dazu sei gesagt, dass nicht nur über diese Störung des Fettstoffwechsels das HDL absinken kann, sondern zum Beispiel auch Dinge wie Rauchen oder so etwas verändern das negativ. Also nicht nur ne, Adipositas oder ne, also das Bauchfett oder so etwas verändert das, sondern zum Beispiel andere Faktoren wirken da auch rein. Stress zum Beispiel erniedrigt mir auch mein HDL. Und es gibt Faktoren, die zum Beispiel das HDL wieder steigern können. Und da rede ich nicht nur über Ernährung, sondern da rede ich auch über Sport. Ne? Sport wiederum, Bewegung, und das muss kein Hochleistungssport sein, zu viel ist vielleicht auch da nicht gut, kann mir das HDL wieder hochbringen. Und das ist ein häufiges Problem, gerade bei den Frauen, dass das HDL so wahnsinnig niedrig ist. Ne? Und dann wird aber nur das Gesamtcholesterin angeschaut und dann verliert man das so ein bisschen eben aus dem Fokus raus. Ja,
wir wollen aber trotzdem dem LDL mal einen Gedanken widmen, weil so ganz ungefährlich ist das LDL auch nicht. Und man hat eben da auch festgestellt, wenn über dieses Bauchfett eine Erhöhung der freien Fettsäuren erfolgt, dass eben das LDL sich qualitativ verändert. Es geht da überhaupt nicht um die Quantität. Damit meine ich also, wie hoch wird dieses LDL tatsächlich auch, sondern man hat auch wiederum bemerkt, dass ganz einfach das LDL anders verpackt wird, sage ich jetzt ganz einfach mal, in einer qualitativ veränderten, minderwertigen Form und dass diese Form des Transports dann eben dazu führt, dass viel, viel leichter arteriosklerotische Plaques eben entstehen. Damit meine ich, es geht nicht nur um die Höhe, also die Quantität des LDLs, sondern eben um die Qualität. Und wie verändert sich? Und das kriege ich eben nicht in einem normalen Blutbild so gemessen. Das nennt man so das sogenannte eben Small Dense LDL. Und einfach um da nochmal das wirklich zu unterstreichen, wenn jemand adipös ist, Body Mass Index über 30, ne, dann steigt das Risiko wirklich hier für diese Veränderung, mehr Triglyceride, weniger HDL, qualitative Veränderung des LDLs um das 3- bis 6-fache. Nebenbei auch mal so erwähnt, spielt jetzt gar nicht mehr so die große Rolle, aber für viele Leute spielt es eine Rolle, ja, das Risiko Gallensteine zu entwickeln erhöht sich auch. Jetzt haben wir aber noch überhaupt nicht über Diabetes geredet und ich möchte auch gar nicht zu viel darüber reden, weil über Diabetes wird schon sehr, sehr viel geredet und ich denke, dass ihr euch da sehr gut auskennt. Wir wollen aber den jetzt auch ein bisschen Beachtung beschenken. Ich habe aber gerade vorhin gesagt, dass das metabolische Syndrom nicht erst beim Diabetes anfängt, sondern es fängt bei einer Glukosetoleranzstörung an. Wenn der Körper die Glukose nicht mehr richtig verwerten kann, wenn eine Insulinresistenz ganz einfach entsteht. Und da muss ich noch nicht auf 126 da sein. Ihr habt vielleicht auch schon mal beim Lernen festgestellt, je nachdem, wo man nachguckt, in welcher Literatur, steht so Grenzwert für die Glukose, nüchtern Glukose, entweder 110 Milligramm pro Deziliter oder steht 100 da als Normwert, als obere Grenze. Man geht inzwischen dazu über zu sagen, nee, bitte nicht mehr als 100, weil auch schon mit einer nüchtern Glukose, was weiß ich, von 105, 106, 107, 108 oder so etwas, merkt man, dass es zu Veränderungen im Stoffwechsel kommt und dass ganz einfach zum Beispiel das kardiovaskuläre Risiko ansteigt. Also auch nicht erst ab beim manifesten Diabetes mellitus, sondern wirklich in dieser Toleranzstörung auch mit drin. Ne? Steht ja größer gleich. Ja, ja, ab dort, ne? Ist es dann eben so. Wenn wir uns mal Zahlen angucken. Haben wir in Deutschland eine geschätzte Anzahl von 7,6 Millionen Diabetikern. Ja, wir haben gerade 83,8 Millionen Deutsche oder Menschen, die in Deutschland leben. Ja, da sind auch Babys mitgezählt. 7,5 Millionen Menschen. Man geht von etwa 6 Millionen Menschen auf, die diagnostiziert sind und dazu kommen 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die das nicht wissen. Das könnt ihr sein, die das nachher diagnostizieren. Deshalb darf ich mich nicht immer darauf verlassen, das ist schon diagnostiziert. Ihr seid das vielleicht, die da mal auf die Idee kommen. Und deshalb gehört für mich auch bei jedem neuen Patienten, wenn er jetzt nicht gerade 3 Jahre alt ist oder sowas oder sich ein Zeh angeschlagen hat, da auch mal ein Blutzuckertest mit dazu. Damit man einfach mal eben so guckt, geht da was in die Richtung, muss da ganz einfach geschaut werden. Und 95% davon sind Diabetes Typ 2. Ergo 5% sind Diabetes Typ 1. Das hört sich so an, ne, als ob Diabetes Typ 1 seltener werden würde. Nein, Diabetes Typ 1 wird nicht seltener. Vor ein paar Jahren war das Verhältnis noch 90% zu 10%. Beide Diabetesformen nehmen erschreckend zu. Ja, auch Typ 1, der ja sehr, sehr häufig autoimmunbedingt ist, nimmt zu. Aber ganz einfach eben in der Relation ist der Diabetes Typ 2 immer häufiger. Und früher hat man den noch Altersdiabetes genannt. Heute haben wir den teilweise schon im Grundschulalter. Und wir gehören hier in Deutschland zu den 10 Ländern mit der höchsten absoluten Anzahl von Diabetikern, wirklich. Also wichtig ist aber, dass man vorher schon anfängt. Kurz möchten wir aber mal auf diese Folgen vom Diabetes eingehen.
Das heißt, das wisst ihr, der Diabetes ist nicht nur eine Stoffwechselerkrankung. Der Diabetes ist eine Gefäßerkrankung. Es gibt kaum etwas, was Gefäße so tangiert, so schädigt, wie ein hoher Blutzucker. Ja, da müssen so Leute gar nicht über Raucher lästern. Die tun sich da nicht viel gegenseitig. Ne? Rauchen und Zucker, ne? Somit die schlimmsten Sachen und die Hypertonie noch mit hinzu. Und im metabolischen Syndrom ist ja zum Beispiel die Hypertonie noch mit drin enthalten. Und deshalb muss man sich da eben auch drauf ein bisschen konzentrieren, auf diese Angiopathien, die bei einem Diabetes entstehen. Und jetzt sind wir wieder absolut im prüfungsrelevanten Bereich drin. Es ist eben, ich lese das gerne nachher durch. Ich habe den Chat so wahnsinnig klein. Weil ich rollen muss und das ist jetzt gerade multitaskingfähig nicht hinbekommen habe. Normal kann ich das immer, aber wenn der Chat so klein ist, deshalb lese ich das gerne. So, das heißt, jetzt sind wir im prüfungsrelevanten Bereich, die chronischen Folgen des Diabetes mellitus. Und da wird immer so viel über die Mikroangiopathien geredet. Aber lasst uns doch einen Moment erstmal über die Makroangiopathien reden. Das sind nämlich die, warum der stirbt nachher. 75% der Diabetiker sterben wegen makrovaskulären Veränderungen. Was ist da der Mechanismus eigentlich? Ne? Wir hören so, ja, Glukose schädigt die Gefäße. Ja, aber wie macht die Glukose das denn? Ne? Weil die löst sich doch auf. Also bitte niemals zu einem Arzt sagen, Glukose lagert sich in Gefäß an. Ne? Habt ihr schon mal irgendwie Zucker in euren Kaffee reingemacht? Der löst sich ja auch auf. Also das ist es nicht. Aber es kommt zu einer Glykierung, zu einer Veränderung des Zuckers an der Gefäßwand. Und das Wichtige ist aber, dass ein hoher Blutzucker dazu führt, dass das LDL, ne, Low Density Lipoprotein, dass das anfängt zu oxidieren. Und das ist das, was nachher eben diese Schädigung am Endothel hervorruft. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel noch relativ viel LDL habe und viel Zucker habe, dann kann da viel mehr oxidieren und viel mehr kaputt gemacht werden. Was vielen gar nicht bekannt ist, ist aber auch, dass ein hoher Blutzucker eben die Funktionalität der Thrombozyten ganz massiv verändert. Erstens ist es mal, dass die Thrombos kürzer leben, ne? Die gehen früher ganz einfach kaputt. Aber zwei Punkte sind ganz, ganz ausschlaggebend. Und zwar, wir wissen ja, dass Thrombozyten sich zusammenballen können, ne? Um zum Beispiel eine Blutung zu stillen, die Thrombozytenaggregation. Ja, und der hohe Blutzucker, der fördert das. Das heißt also, diese Thrombozyten haben eine viel höhere Bereitschaft, eben, ich nenne das mal so ganz platt, so zusammenzuklumpen. Ja, und das zweite Problem, was ganz, ganz immens wirklich ist, ist, dass die Schwelle für die Auslösung der Gerinnungskaskade herabgesetzt wird. Das bedeutet, zum einen entwickelt der Diabetiker darüber eine erhöhte Blutviskosität, ja, der Blutfluss wird vermindert und dadurch, dass ganz einfach die Thrombozyten sich so zusammenballen und die Gerinnung leichter aktiviert wird, entsteigt ganz einfach meine Thrombose- und Emboliegefahr ganz, 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 ganz stark. Ja, das heißt, der kriegt nicht nur die Durchblutungsstörung durch eben Makroangiopathien, die ich im Grunde mit einer Arteriosklerose gleichsetzen kann, sondern der hat ein massiv erhöhtes Risiko, Thromboembolien dazu auch noch mitzuentwickeln. Und das ist wirklich der Grund, warum, oh, jetzt bin ich auf die letzte Folie, ich bin noch nicht fertig, Moment. Bin noch nicht fertig, wäre ein toller Abschluss gewesen. Warum so viele Diabetiker ganz einfach so früh auch sterben müssen. 75% habe ich vorhin gesagt, versterben an diesen makrovaskulären Ereignissen. Das sind hauptsächlich kardiovaskuläre Geschichten. Ne? Das heißt also, der Herzinfarkt ist da ganz vorne, der Schlaganfall ist vorne. Und dann haben diese Leute ja meistens ein gesamtes metabolisches Syndrom. Ja. Die Minderheit hat nicht noch andere Faktoren vom metabolischen Syndrom. Das bedeutet, die Hypertonie kommt noch mit hinzu, ja, die auch nochmal die Gefäße schädigt. Die Adipositas haben wir jetzt drüber geredet mit dem Bauchfett. Ne? Diese Veränderung der Blutfette, die Dyslipidämie, also nicht nur, dass sie zu hoch sind, sondern ich zum Beispiel zu wenig HDL habe oder dieses veränderte LDL ganz einfach habe. Wisst ihr, dass 2/3 aller Herzinfarkte bei Patienten mit veränderter diabetischer Stoffwechsellage auftreten. Es muss nicht immer der manifeste Diabetes sein. Aber
Die haben eben diese Störung im Glukosestoffwechsel, Hyperinsulinismus. Das ist einfach wirklich eben hier der Risikofaktor. Aber das ist nicht nur der Herzinfarkt. Ein Diabetiker, der hat viel häufiger Rhythmusstörungen. Und ich rede nicht von ungefährlichen, ich rede von bösartigen. Und das kommt eben über seine Neuropathien sehr stark zustande. Die haben viel häufiger Degenerationen an den Herzklappen, viel häufiger eine Sklerosierung in den Koronarien, der KHK, viel häufiger eine Herzinsuffizienz auch ohne KHK. Und, das wissen wir alle, einen Herzinfarkt bemerken so häufig gar nicht richtig, weil es ein stummer Infarkt sein kann. Das heißt also ohne die typische Schmerzsymptomatik. Und wenn ein Diabetiker einen Herzinfarkt bekommt, naja, dann ist die Prognose schlechter, es sterben mehr Leute dran, viele Leute sind länger im Krankenhaus und haben viel mehr Folgeschäden. Genauso sieht es mit dem Schlaganfall aus. Das wissen wir alle, durch die Makroangiopathien ist dieses Schlaganfall-Apoplex-Risiko erhöht. Ne? Mehr Leute sterben dadurch als Nicht-Diabetiker und die Prognose bezüglich bleibender Behinderung, die ist auch natürlich eben auch schlechter. Zum Beispiel bekommen Diabetiker nach dem Schlaganfall 3-mal häufiger eine Schlaganfall-assoziierte Demenz hinten raus. Ja, oder auch andere, zum Beispiel psychische Veränderungen, Post-Stroke-Depression oder so etwas. Und dann wissen wir, naja, es gibt ja auch eine PAVK. Da sehen wir mal ein paar nette Füße. Die Bilder hatte ich im Seminar gesucht, hatte sie nicht gefunden. Hier sind sie. Es ist einfach so, dass eine PAVK, eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, beim Diabetiker wesentlich häufiger vorkommt, schneller voranschreitet und bei uns der häufigste Grund für Amputationen ist. Und jetzt kommt dieses diabetische Fußsyndrom. Und das ist im Grunde eine Kombination aus Makro- und Mikroangiopathie, also großen und kleinen Gefäßen. Ich habe eine Durchblutungsstörung und dann habe ich eben auch diese Neuropathien. Das bedeutet, dass ich den Schmerz, der mich ja warnt, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag mit einer Reißzwecke im Schuh rumlaufe oder wenn mein Schuh zu eng ist, ja, dieser Schmerz als Warnsignal, der wird eben bei einer Neuropathie nicht mehr so wahrgenommen. Und diese zwei Dinge in Kombination, ich habe eine Durchblutungsstörung in den Füßen, ich verletze mich aber auch leichter, ich habe leichter Schwielen und bemerke das nicht und dann treten da noch Keime ein und ich kriege Wunden und habe ein vermindertes Immunsystem. Führt eben auch dazu, dass viele Leute einfach ihre Füße oder Unterschenkel eben auch verlieren. Und jede Erhöhung des HbA1c, das ist ja dieser Blutzuckergedächtniswert, ne? Weil die Glukose sich irreversibel ans Hb anlagert. Damit kann ich den Blutzucker so der letzten Woche, den letzten 2, 3, 4 Monate im Grunde eben auch beurteilen. Der sollte unter 6,5% beim gut eingestellten Diabetiker liegen. Jede Erhöhung um 1% erhöht die Amputationsrate ganz eklatant um 26%. Das ist also ein Unterschied, ob der jetzt ein HbA1c von 7 oder 8 hat. Ja, das ist nicht Pillepalle, das ist ein riesen Unterschied. Und dann müsst ihr natürlich für die Prüfung die Mikroangiopathien kennen. Und da wisst ihr mit Sicherheit, das geht aufs Auge, auf die Retina, auf die Niere und eben auch auf die Nerven. Und die diabetische Retinopathie gehört bei uns zu den drei häufigsten Gründen der Erblindung zusammen mit Makuladegeneration, was der Diabetiker auch häufiger bekommt, und eben auch dem Glaukom, was der Diabetiker auch häufiger bekommt. Aber bei der diabetischen Retinopathie ist ganz einfach das Problem, dass die Gefäßwände sich wirklich richtig verdicken, aber trotzdem ganz fragil werden. Das heißt also, dass es da zum Beispiel auch unheimlich leicht zu Einblutungen kommen kann. Da bilden sich kleine Mikroaneurysmen. Und dann habe ich irgendwann eine schlechtere Durchblutung der Retina. Und dann gibt es einfach Schäden. Und wenn dann noch ganz einfach diese fragilen Gefäßwände platzen oder Mikroaneurysmen, ne, platzen, dann blutet es ein und dann kann ich ganz, ganz schnell erblindet sein. Wenn wir manifeste Diabetiker nehmen und die lassen sich nicht behandeln und nach 10 Jahren schauen, wie es mit dem Sehvermögen aussieht, dann hat sich das bei 50% so vermindert, dass ja, bei vielen eine Erblindung einfach eingetreten ist oder dass sie nicht mehr in der Lage sind, ein Buch zu lesen. Das andere ist die diabetische Nephropathie, also auch Folge des Diabetes, aber auch Folge des gesamten metabolischen Syndroms, auch eben des Bauchfetts mit seinen aktiven Substanzen und eben der Hypertonie. Der Diabetes oder wir können auch sagen, dass diabetische
Syndrom ist der Hauptgrund bei uns in Deutschland für eine chronische Niereninsuffizienz. Wenn wir die drei Hauptursachen für die chronische Niereninsuffizienz mal kurz zusammenzählen, dann haben wir auf Platz 1 die diabetische Nephropathie und auf Platz 2 die Hypertonie, den zweiten Punkt eben, der in dem metabolischen Syndrom mit drin enthalten ist. Der dritte häufigste Grund ist eine chronische Glomerulonephritis. Alle anderen Sachen machen 5-10% aus. Die können wir vernachlässigen, Lupus und so weiter. Das sind wieder hier die Folgen wirklich, dass die Niere ihre Funktion verliert. Und dann eben die Neuropathie. Da denken viele immer noch so dran, dass man eben Parästhesien hat, ne, Strumpf-Handschuh-Parästhesien und dass eben das Gefühl, Vibrationsempfinden weggeht. Aber überlegt mal, Angiopathie der Nerven, Neuropathien bedeuten doch viel mehr. Wir haben nicht nur sensible Nerven, wir haben motorische Nerven, wir haben vegetative Nerven. Die gehen doch mit der Zeit alle kaputt. Und ein Drittel der Diabetiker hat solche Neuropathien. Und das heißt also, das sind eben auch Sachen, die mir in alle Organsysteme nachher reinfuschen. Warum kriegen die Diabetiker auf einmal Rhythmusstörung, Ruhetachykardien? Das kommt über Neuropathien zustande. Warum kriegen die erektile Dysfunktion durch Blutungsstörung und Angiopathien, Neuropathien, die dann da sind? Warum unterzuckern die so gerne? Ja, gerade auch nicht nur der Typ 1 Diabetiker, der Typ 2 Diabetiker. Wir unterzuckern auch mal, aber wir kriegen den in der Regel wieder hoch, weil wir eine gute Gegenregulation haben. Ja, aber dafür brauche ich Vegetativum. Und wenn das nicht funktioniert, dann rausche ich auch mal richtig und auch teilweise gefährlich mal in den Unterzucker rein. Und dann kann ich vielleicht die Blase nicht mehr richtig entleeren. Ne? Ich habe vielleicht gestörte Pupillenreflexe. Wir könnten die Liste der neuropathisch bedingten Symptome ewig fortsetzen. Ne? Das geht über eine Peristaltik, die nicht mehr richtig reguliert ist, ne? Dass ich Verdauungsstörungen bekomme und. Es ist eine unendliche Liste, die da kommt. Deshalb, ja, müssen wir nicht mehr über den Diabetes reden. Wir sehen schon, wie schlimm das Ganze ist. Und was ich mir auch aus Zeitgründen ein bisschen spare, ist jetzt noch über eine Hypertonie zu reden, weil wir wissen alle, Hypertonie ist gefäßschädigend, organschädigend, ist ein Risikofaktor, kardiovaskulär, ganz, 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 ganz immens. Wir reden hier aber von dem Syndrom. Wir reden von allem wirklich, was da zusammenkommt. Und jetzt wissen wir, Gefäße werden geschädigt, kardiovaskuläre Risikofaktoren, die Leber ist in Gefahr. Aber ich möchte euch noch ein paar Dinge kurz mal mit auf den Weg geben, damit uns wirklich diese Dimension klar wird, auf was dieses metabolische Syndrom wirklich einen Einfluss hat. Weil es hört nicht bei den uns meist schon bekannten Dingen oder annähernd bekannten Dingen auf. Es ist so, dass ganz viele tumoröse oder besser gesagt maligne Erkrankungen mit dem metabolischen Syndrom assoziiert wird. Das heißt, das metabolische Syndrom ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von gewissen Karzinomen und das sind nicht zu wenige. Dazu gehört zum Beispiel das Mammakarzinom. Natürlich gibt es da andere Risikofaktoren. Klar, natürlich. Aber wir dürfen zum Beispiel nicht dran vergessen, dass beispielsweise das Bauchfett hormonaktive Substanzen bildet. Und das wirkt sich auf Drüsengewebe aus. Das wirkt sich auf eine Mama aus. Das wirkt sich auf eine Prostata aus. Aber auch das Endometrium, Entschuldigung, ich muss mich einmal räuspern, sonst höre ich mich fürchterlich an. Jetzt ist wieder gut. Auch das Endometriumkarzinom, da ist es ein Risikofaktor. Ovarialkarzinom. Ösophaguskarzinom hat man festgestellt, wird viel, viel häufiger, wenn der Body Mass Index wirklich richtig erhöht ist, also richtig über 40 geht. Man muss dann eben auch überlegen, dass diese Leute, wenn die dann so einen dicken Bauch haben, da wird ja alles hochgedrückt. Ne? Dann haben sie vielleicht noch eine Hernie und dann drückt es mir richtig den Magen hoch. Das heißt, der untere Ösophagus-Sphinkter, der schließt ja gar nicht mehr richtig. Was kriegen sie dann auf einmal? Ein Reflux. Und wenn ich einen Reflux wieder habe, kriege ich eine Refluxösophagus. Geht es. Und dann, wenn ich das aber dauerhaft habe, dann kann es irgendwann zum Barrett-Syndrom kommen, also einer Präkanzerose. Und das kann wieder zum Ösophagus-Karzinom-Entstehung beitragen. Wir haben hier eben sehr, sehr häufig eben auch die Korrelation mit dem Darmkrebs, gerade im Rektumsbereich. Wir müssen überlegen, guckt euch mal
guckt euch mal Kurven an, wie der Darmkrebs seit den 80er Jahren zugenommen hat. Da wird es einem schlecht, wenn man das sieht. Wir sind jetzt erstmalig, so in den letzten 2 Jahren, auf dem rückläufigen Trend, also dass anscheinend das Plateau erreicht ist. Aber wir wissen, dass Darmkrebs absolut assoziiert ist mit einer ballaststoffarmen Ernährung, mit Diabetes mellitus, mit Entgleisung des Fettstoffwechsels. Das heißt, metabolisches Syndrom ist hier Risikofaktor. Und der Darmkrebs ist sowohl bei Männern als bei Frauen die zweithäufigste Tumorform, maligne Tumorform. Ja, bei beiden Geschlechtern. Das ist explodiert. Da muss was passieren. Das andere ist Gallenblasen-CA, Pankreas-CA, selbst Leukämien, Nierenzell-CA, Lymphome, vor allem die Non-Hodgkin-Lymphome, B-Lymphome, Melanome sogar, Schilddrüsen-CA. Überall gibt es Korrelationen mit diesem metabolischen Syndrom. Ja, und das ist einem häufig gar nicht wirklich bewusst. Und es hängt zum Beispiel sehr viel mit den Substanzen zusammen, die ganz einfach eben hier über dieses Bauchfett sezerniert werden. Und die Liste ist wirklich noch lang. Es geht weiter, dass zum Beispiel beim metabolischen Syndrom die Gerinnung sich verändert, dass eben, das habe ich vorhin auch gesagt, über diesen hohen Blutzucker zum Beispiel die Gerinnungskaskade stärker abläuft, aber auch Fibrin nicht mehr so gut aufgelöst wird. Aber das hatten wir schon. Wir wissen allein schon über Diabetes, aber auch die anderen Faktoren, die tragen dazu bei, dass die Thrombose- und Embolie-Gefahr einfach ansteigt. Weitere Folgen. Ihr seht eine ganze Liste. Und das ist nur ein Teil. Und deshalb möchte ich nur ein paar Punkte davon auch wirklich ansprechen. Was zum Beispiel sehr, sehr auffällig ist, finde ich in der Praxis in den letzten Jahren, ist, dass wir eine unheimliche Zunahme des Ovarialsyndroms haben, des PCO-Syndroms. Frauen, die teilweise wirklich eben Ovarien haben, die aussehen wie eine Tropfsteinhöhle. Ne? Gerade wieder Bilder davon bekommen von der Patientin, die jetzt neu gekommen ist, wo wirklich eine Zyste neben der anderen ist. Und was haben diese Frauen in der Regel? Eine Insulinresistenz. Was haben diese Frauen in der Regel? Ein Androgenüberschuss, Testosteronüberschuss. Das ist nicht nur auf das metabolische Syndrom zurückzuführen, ja, aber es gibt eine wahnsinnig hohe Korrelation damit. Ne? Ein metabolisches Syndrom, gerade wir reden gerade auch von übergewichtigen Kindern, ja, erhöht das Risiko für ein PCO-Syndrom wirklich um das Doppelte. Und andersherum, ein PCO-Syndrom bringt mir den Glukosestoffwechsel durcheinander, man entwickelt sehr häufig eine Insulinresistenz und den Fettstoffwechsel durcheinander. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Bei Männern kommt der Hormonhaushalt durcheinander. Das heißt also, dass bei denen zum Beispiel dann eben auch Östrogenüberschuss häufig da ist, Testosteron teilweise nicht mehr genug gebildet wird. Dadurch kommen die teilweise in richtige Wechseljahrssyndrome, erektile Dysfunktion, ganz zu schweigen davon. Und bei den Frauen ist es wieder so, dass der Zyklus gestört wird, weil sie häufig zu viel Testosteron über das metabolische Syndrom haben. Und das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass sie keine Kinder kriegen. Ist euch schon mal aufgefallen? Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, wie viele Menschen es gibt, die Probleme haben, inzwischen Kinder zu kriegen. Da spielen mit Sicherheit andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel auch Weichmacher im Plastik, weiß man, dass die eine Östrogenwirkung oder haben und bei Männern die Spermienqualität verändern. Wir hatten noch nie so schlechte Spermien, aber das hier spielt auch eine Rolle. Und deshalb auch mal als Ansatz, wenn man Patienten hat, die einen Kinderwunsch haben, die adipös sind. Das hilft häufig ganz immens, wenn man mal ein bisschen Sport macht, ja, Bauchfett abtrainiert und die Ernährung umstellt. Und auf einmal fluppt das teilweise mit dem Schwangerwerden. Das habe ich jetzt äußerst häufig tatsächlich in der Praxis gehabt. Das ist überhaupt nicht mein Schwerpunktthema. Aber wenn man Patienten hat, die man betreut und die dann Kinder kriegen wollen und es funktioniert nicht, dann will man sich ja auch um die kümmern. Oder was da auch das Risiko einer Schwangeren, die ein metabolisches Syndrom hat, wenn die Kinder zu kriegen, da die kriegen häufiger eine Präeklampsie, die bekommen häufiger ein Help-Syndrom, eine Eklampsie, Frühgeburten, Fehlgeburten. Es gibt Assoziationen zwischen Psoriasis und metabolischem Syndrom. Uralte Erkrankung, Autoimmunerkrankung, ja. Aber ich habe vorhin gesagt, Bauchfett schafft ein proinflammatorisches
Milieu gibt es ganz interessante Untersuchungen zwischen Krankheitsaktivität von Psoriasis und Ausbruch von Psoriasis in Verbindung mit metabolischen Syndromen. Da gibt es ganz einfach wirklich Verbindungen. Indirekt ja, Heike. Ne? Also das Bundesinstitut für Risikoforschung warnt zum Beispiel schon seit langem vor gewissen Weichmachern. Das Problem ist, wir haben in Deutschland Grenzwerte für Weichmacher 1 in irgendwelchen Sachen. Das sind dann die Geschichten, die nicht in den Babyflaschen drin sein dürfen, und für Weichmacher 2 und für Weichmacher 3. Aber nur weil diese Grenzwerte eingehalten werden, sagt es ja noch nichts darüber aus, wenn die in einer relativ hohen Konzentration sind, was sie in der Synthese zusammen machen. Und da wird von den Deutschen seit langer Zeit wirklich eben auch gefordert, dass das nochmal anders untersucht wird und dass da andere Grenzwerte gelten. Das Problem ist, dass das nicht in Deutschland größtenteils entschieden wird, sondern auf der europäischen Ebene. Und Deutschland hat da somit das größte Interesse daran, das mal zu verändern. Aber es ist so, wir haben noch nie so viel Hodenkrebs gehabt bei jungen Männern wie heutzutage, nie so eine schlechte Spermienqualität, und das bringt man damit eben auch in Zusammenhang. Deshalb auch kleiner Tipp, ne, wenn Männer schlechte Spermien haben, erstmal Plastik, vor allem also mit Weichmachern und so etwas, erstmal so weit wie möglich, das ist ja nicht komplett möglich, verbannen. Ne? Hilft auch häufig. Dann zum Beispiel auch nochmal hier rausgenommen, weil wir gerade die Hand sehen, das Gichtrisiko geht hoch, ja, weil wenn der Stoffwechsel gestört ist und ich dann auch schon anlagebedingt einfach eben die genetische Disposition zur Gicht habe, dann wird das auch noch gefördert, deshalb wird die Gicht teilweise sogar damit reingezählt, aber eben durch diese Entzündungsbereitschaft kommen auch Erkrankungen wie eine rheumatoide Arthritis häufiger zustande. Warum habe ich hier jetzt mal so ein Becken reingemacht? Ja, natürlich kommen auch wirklich mechanische Belastungen zustande, dass das Arthrose-Risiko eben auch ansteigt. Ne? Adipösen Leuten tun die Knie natürlich auch weh. Und es ist auch so, es gab jetzt gerade eine interessante Untersuchung, die geschaut hat, wie ist eben der Zusammenhang zwischen Migräne und metabolischen Syndrom. Und dabei kam also raus, Migräne ist ja was sehr stark genetisch Disponiertes. Ne? Wenn beide Elternteile das haben, hast du eine 50-50-Chance, ob du es hast. Aber die Schwere der Migräneattacken, die Häufigkeit der Migräneattacken korreliert wieder mit dem metabolischen Syndrom. Also nicht, ob ich es bekomme, aber wie stark ich es ganz einfach bekomme. Wir könnten noch von der Harninkontinenz reden, wir könnten vom Demenzrisiko reden, von Depressionen, von Angststörungen. Wir könnten hier stundenlang wirklich Sachen anführen. Es ist ein Riesenthema, was wahnsinnig ineinander verwoben ist. Aber ich hoffe, ich habe euch hier so ein bisschen mal klar machen können oder euch sensibilisieren können, auch für eure Patienten, warum das so wichtig ist, das anzugreifen und warum in einer Therapie die Ernährung und die Bewegung so wirklich eine wahnsinnige Rolle spielt. Es gibt tolle Naturheilkundemittel, es gibt tolle homöopathische Mittel, tolle Akupunktur und was weiß ich alles. Aber das hier ist bei ganz vielen Erkrankungen ein Teilaspekt und bei sehr vielen Erkrankungen der Schlüssel ganz einfach wirklich zum Erfolg. Und es ist so, dass dieses metabolische Syndrom natürlich beeinflusst wird durch Alter, durch genetische Disposition, durch Epigenetik. Ne? Manche Leute stehen genetisch da auf der schlechten Seite und neigen einfach unheimlich dazu. Ne? Da werden die kleinen Sünden schnell bestraft. Aber 80% der Therapie bestehen in Ernährungsumstellung, wenn sie nicht gut ist, und Bewegung. Und das sind doch Sachen, die wirklich eben auch eigentlich positiv stimmen müssten, weil man kann was dran machen. Ne? Es muss nicht der Chemie-Cocktail sein oder 100.000 Mittel oder sowas. Der Patient kann selber was machen. Und da müssen wir aber auch gucken, dass wir unsere Patienten dahin führen können, dass sie da mehr Eigenverantwortung übernehmen, dass sie nicht sagen, geben Sie mir mal 10 Mittel und ich schluck die irgendwie und dann wird alles gut, sondern dass wir Patienten auch dafür sensibilisieren, wirklich, mach doch was für deinen Körper, ne? Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sonst Dings, sondern dass wir ihnen zeigen, was sie da gewinnen können und dass man so vielleicht auch etwas gesünder und fröhlicher alt werden kann. Ja, und das war das, was ich euch so ein bisschen mitgeben wollte. Und jetzt bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und lese das durch, was ihr so geschrieben habt. Und entschuldigt, dass ich heute so ein bisschen stocke, habe so viel geredet, ne? Gestern Abend noch Einzelstunde und alles gegeben.
da habe ich mich ein paar Mal Sprachfehler drin gehabt, die ich sonst nicht habe. Irgendwas war noch mit dem Cholesterin, irgendwas hatte Eva Brigitte noch geschrieben und die Fee, aber es war einfach so schnell weg. Und deshalb gucke ich mir das jetzt mal in Ruhe nochmal an. Ich finde es aber nicht. Ne? Eva Brigitte hat irgendwie geschrieben, es ist ja üblich, dass das Cholesterin zu hoch ist. Was passiert aber, wenn es zu niedrig ist und wann ist es zu niedrig? Also, es gibt auch Stimmen, die sagen, dass das völlig physiologisch ist, dass das Cholesterin mit dem Alter ansteigt. Eventuell gibt es sogar gewisse Vorteile davon, dass das Gesamtcholesterin im Alter ansteigt. Das ist aber auch der Grund, warum man das metabolische Syndrom, was ja mit steigendem Alter immer mehr vorkommt, dass man den Fokus mehr auf das HDL einfach legt. Dass man sagt, also es geht gar nicht so sehr um dieses Gesamtcholesterin oder die Höhe des LDLs, sondern das große Problem ist vor allem, wenn das HDL so niedrig ist. Plus eben, wenn das LDL sich eben verändert qualitativ. So, Zusammenhang Cholesterin-Malignome, ja, da gibt es sehr, sehr viele Zusammenhänge. Man hat also auch festgestellt, dass ein niedriges HDL die Neigung zu einigen Malignomen eben auch erhöht. Das scheint jetzt, das wird jetzt gerade wieder erforscht, aber auch mit dem Leptin wieder irgendwie zusammenzuhängen. Da können wir vielleicht in ein, zwei Jahren was dazu sagen. Habe ich nur gelesen, was in Planung ist. Viel steht in der Praxis bei Patienten, die bereits einen Herzinfarkt oder Ähnliches hatten, eine Senkung des LDLs bis unter 70 unter Einnahme von Statinen. Die Leistungsfähigkeit dieser Patienten ist meist deutlich eingeschränkt, ebenfalls als Nebenwirkung der Statine. Ja, ne, also ich ehrlich gesagt, also ich bin ja, muss ich sagen, wer mich nicht kennt, komme aus einem Hardcore-Medizinerhaushalt hier. Ne? Ich bin kein Gegner der Schulmedizin oder Verschwörungstheoretiker mit der Pharmaindustrie, aber mit den Statinen habe ich ein echtes Problem. Ja. Ne? Und auch gesagt, lieber Patient, mach mal Sport und Ernährung und so etwas. Ne? Und wir wissen natürlich eben auch, dass Arteriosklerose-Risiko ansteigt, aber